Ich bin's wieder, auch Mavi. Heute mache ich mal ein Postfach-Video. Da fahre ich zu meinem Postfach. Wir gehen heute sowieso nach Bonn. Und da hole ich die Briefe halt immer aus meinem Postfach raus. Wie jeder normale Mensch, der auch ein Postfach hat. Und dann lese ich euch mal den Anfang von so einem Brief vor. Aber natürlich nicht, wenn da drunter steht, bitte nicht im Video vorlesen. Das mache ich nicht. Und ja. Das habt ihr euch ja manchmal so gewünscht und dann sage ich, jetzt geht's los. So, jetzt sind wir hier drinnen. Ich bin schon so gespannt, ich freue mich immer total. Nein, wir jetzt ins Postfach gehen. Hier ist das. So, jetzt sind wir wieder zu Hause und ich habe hier ganz viele Briefe von den letzten Tagen, also von heute und von gestern. Also da, wo ich nochmal was mitgebracht habe das letzte Mal. Und da bin ich jetzt schon ganz gespannt, was ihr mir geschrieben habt. Das erste ist hier so ein netter, süßiger Brief mit so einem Smiley drauf. Ich öffne den mal. Ich bin so gespannt. Vom Haargummis raus. Ja. Danke für diese vier. Oha. Da kann ich jetzt aber viele Zöpfe machen. Och, danke, da freue ich mich. Lies mal vor. Oh, hier fliegen noch ganz viele Haargummis rum. Oh, Fanny. Da kommt noch mehr. Ganz schön viele Haargummis, die du da hattest oder gekauft hast. Voll nett. Also. Coole Mädchen, ich liebe eure Videos. Mavi ist einfach richtig super. Danke. Ich bin zwar schon 21 Jahre alt, aber ich schaue trotzdem super gerne eure Videos. 21 schon? Oh. Danke. Oh. Gucke aber auch schon erwachsene meine Videos. Aber ich schaue trotzdem super gerne eure Videos, um mir neue Ideen für mich selbst und auch und als ich noch in Amerika war für mein Kind, auf das ich dort aufpassen musste. Wie ihr wahrscheinlich schon entdeckt habt, habe ich nur etwas Briefumschlag gelegt. Etwas gut. Das sind viele bunte Haargummis aus USA, die es dort sehr günstig gibt. Ich hoffe, sie gefallen euch und ihr habt viel Spaß damit. Macht weiter so mit euren Videos. Alles Liebe, Katrina. Oh, danke. Das ist toll. Oh, das eine hat sich schon meine Haare verliebt. So. Okay. Oh, da ist nur ein Rückumschlag drin. Mehr nicht. Tja. Sie möchte wohl, dass ich ihr einen Brief schreibe. Die Kim. Okay, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Ich krieg's nur ein Autogramm. Da ist nur ein Rückumschlag dabei. Okay. Oh, die hat aber eine schöne Schrift. Lena, du hast voll die schöne Schrift. Hätte ich aber auch gerne. Die Lena aus Salzburg in Österreich. Ich grüße alle Österreich-Fans. Österreich? Egal. So. Aha.
hat sich jemand vertan. Warum? Weil steht lieber Jakob. hier steht an uns, Lena, ich lese dir jetzt mal vor, was du hier geschrieben hast. Lieber Jakob, danke für die tollen Fotos aus Teize. Ich habe mich extrem darüber gefreut. Danke auch für die Karte. Ja, liebe Grüße, Lena. Gott, ich hab mich vertan. Ich hoffe, das war okay, dass ich ihn jetzt vorgelesen habe. Also, du musst Jakob entweder nochmal einen neuen Brief schreiben oder sagst ihm, er muss dieses Video gucken, dann ist er schon vorgelesen. Lieber Jakob, wenn du mal einen Brief hast, dann kannst du mir den ja vielleicht zuschicken. Oh mein Gott, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Ein großes Ding. Da bumm. Oh, ich komme mal raus. Oh, wie cool. Ein kleines Monster aus Loombams. Danke. Und wie heißen die Dinger nochmal? Nicht Bügelperlen, sondern... die hätte ich doch auch mal... Wie heißen die? Irgendwas mit Wasserperlen oder so. Das ist voll cool. Ich glaube, das ist ein Vogel, oder? Nee, das ist ein Hund. Nee, das ist eine Katze. Das ist die Linda. Och, danke. Voll nett. Und dann noch eine Knolli. Boah, ist der groß. Cool, danke schön. Oh, wie nett. Ich lese jetzt noch dein Bild vor. Danke, Helena. Hallo Mavi, ich heiße Helena und würde mich so freuen, wenn du mir eine Autogrammkarte schicken würdest. Wie hat dir meine Freundin Stella geschrieben? PS, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Autogrammkarte schicken würdest und mir zurückschreibst. PPS, I love you, weil ich habe dir ein paar Geschenke reingetan. Ich kenne deine Videos und bin dein größter Fan. Danke. Ich musste leider Diddle machen, weil das ist der Nachname. Ich glaube, der habe ich schon zurückgeschrieben, der Stella, glaube ich. Ich muss den Nachnamen mal eben zuhalten. Du kannst total schön malen. Ich bin total neidisch auf dich, dass du so schön malen kannst. Oh, ein goldener Play-Button! Ein Play-Button für mich! Danke, danke, danke! Play-Button, liebe Mavi, ich bin Sophie, 9 Jahre alt. Werde in 7. Februar 10. Naja, ich hätte 3 Fragen an diese Fragen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Kannst du mir eine Autogrammkarte zusenden? Zweite Frage, wie lange reitest du schon? Dritte Frage, bekommst du mal ein Video machen? Wie eine Einkaufschallenge mit deiner BFF? Meine Adresse? Coole Mädchen, Zeitpunkt, Frisur, Mavi. Danke. Also, ich beantworte mal die Fragen. Ich kann dir ja klar eine Autogrammkarte zuschicken, dann müssen wir eine neue drucken, weil meine habe ich letztes Mal verbraucht und dann werden die Premiere. Ich reite jetzt ungefähr schon für fast ein Jahr und eine Einkaufschallenge mit meiner BFF. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob meine BFF damit rein will. Ich kann ja mal ein Video drehen, wo ich irgendwas einkaufe, was ich so beim DM oder bei H&M und so einkaufe. Das kann ich mal machen, aber ich weiß nicht, ob meine BFF damit rein will. Das muss ich sie dann erstmal fragen. So. Hallo Mavi, ich hoffe sehr, dass der Brief bei dir ankommt. Ich bin ein großer Fan von dir und würde mich über eine Autogrammkarte wirklich freuen. Wer weiß, vielleicht werden wir ja Freundinnen. Ich stelle mich erstmal vor. Name Johanna, Alter 11, Schule Gymnasium. Kannst du mir vielleicht zurückschreiben? Ich würde mich so freuen. Als letztes noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Okay, das war etwas spät, aber ich wünsche dir auch noch nachträglich einen guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten.
Ich kann leider nicht jedem einen Brief persönlich zurückschreiben, weil das hätte dann 100 Jahre gedauert. Aber jeder, der einen frankierten Rückenschlag dabei getan hat, dem schicken wir natürlich eine Autogrammkarte. Aha, der ist von der... Giulia oder Giulia? Du kannst ja mal, wenn du dieses Video guckst, mir schreiben, wie dein Name heißt. Also, für Mavi, frohe Festtage. Du hast versucht, unser Zeichen zu malen. Das ist dir eigentlich richtig gut gelungen. Nur. Nee, ich habe das mal an meiner Tafel gehabt. Ja, also. Liebe Mavi, hoffentlich geht es dir gut. Ich finde deinen YouTube-Kanal total super cool. Ich probiere fast alle Frisuren, die mit meinen halblangen Haaren gehen und liebe deine DIYs. Hast du auch Autogrammkarten? Wenn ja, kannst du mir bitte eine schicken. Kennst du Sailuna? Könntest du bitte mal die Frisur machen, die Amber bei ihrer Geburtstagsparty hat? Und die Amber oder die Amber beim internationalen Wettbewerb hatte. Ich gratuliere dir übrigens zu deinem silbernen Play-Button. Danke. Im Nachhinein alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ich muss erst mal gucken, wie die Frisur aussieht von Amber. Ich kenne die nämlich nicht. Vielen Dank für deinen Brief. So, das war's mit meinem Video und meiner Fanpost von dieser Woche. Ich habe mich total gefreut, eure Post war total süß und eure kleinen Geschenke, die fand ich so cute, das Monster. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann hätte ich mich super, super, super über einen Daumen nach oben gefreut. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss.